Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden heute über ein unglaublich verstörendes und vor allem auch interessantes Thema sprechen, denn ein Hacker aus dem Darknet hat ausgepackt und erzählt von den verstörendsten und heftigsten Dingen, welche er jemals im Darknet gefunden hat. Denn der YouTube-Kanal Wise hat ein Interview mit einem Darknet-Hacker geführt und das ist noch gar nicht so lange draußen, das werden wir uns jetzt auch gemeinsam anschauen. Das geht knapp 6 Minuten, also relativ kurz und knackig. Es war gerade ein lustiger Zufall, mir wurde gerade dieses Video vorgeschlagen und ich wollte es eben anschauen und dann dachte ich mir, hey, mach doch einfach die Kamera an und schau es mit deiner Community an, weil euch würde es wahrscheinlich genauso interessieren wie mich. Und deswegen schauen wir uns dieses Video jetzt einfach mal gemeinsam an. Bin sehr gespannt. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Zudem möchte ich mich bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Und zwar handelt es sich hierbei um NordVPN. Ich denke, viele von euch fühlen sich manchmal unsicher im Internet, haben Angst, dass irgendwie Daten oder irgendwelche persönlichen Informationen von einem geklaut werden. Und ich selber habe mich auch immer sehr unsicher im Internet gefühlt, bis ich NordVPN gefunden habe. Denn NordVPN ist ein VPN-Dienst. Für die Leute, die nicht wissen, was VPN ist. VPN ist die Abkürzung für virtuelles privates Netzwerk und sorgt dafür, dass ihr anonymer im Internet surfen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie funktioniert so ein VPN überhaupt, wie funktioniert dieses Programm? Ganz einfach. Ihr öffnet das Programm und aktiviert es. Ihr könnt euch da irgendeine IP-Adresse raussuchen, das ist bei NordVPN wirklich super. Ihr habt da so eine Weltkarte und da könnt ihr zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern wählen. Und da könnt ihr einfach irgendwo reintippen und in dem Land, aus dem Land kommt dann eure IP-Adresse. Das heißt, so kann man schon mal gar nicht mehr rausfinden, wo ihr euch eigentlich befindet. Und dann verbindet sich quasi der VPN mit dieser IP-Adresse über so ein Tunnelsystem für euch mit dem Internet. Das heißt, es ist nicht mehr eure IP-Adresse, sondern ihr seid quasi über den VPN-Service mit dem Internet verbunden. Was schlussendlich dafür sorgt, dass ihr viel anonymer im Internet seid. Man kann nicht mehr rausfinden, wo ihr seid, wer ihr seid und auch an eure Daten kommt man auch nicht mehr so leicht ran. Nicht nur das, ihr könnt mit einem VPN-Service natürlich auch Streaming-Dienste nutzen, welche bei uns in Deutschland nicht verfügbar sind. Ihr wisst, in Amerika gibt es unglaublich viele Streaming-Dienste oder auch irgendwelche Netflix-Filme. Kann man mit einem VPN natürlich anschauen, denn ihr könnt euch ganz einfach in zum Beispiel Amerika reinklicken und dann bekommt ihr eine amerikanische VPN. Schwuppdiwupp, ihr könnt alles anschauen, was es in Amerika gibt. Und wenn ihr jetzt denkt, das Ganze will ich auch ausprobieren und möchte einfach sicherer im Internet sein, habe ich euch einen super Deal ausgehandelt. Denn ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf die Seite von NordVPN und könnt ganze 73% bei einem 2-Jahres-Programm sparen und bekommt sogar einen Gratis-Monat obendrauf geschenkt. Das heißt, ihr zahlt irgendwie 2 Euro irgendwas im Monat, was wirklich ein unglaublich krasses Angebot ist. Link dazu findet ihr unten oder ihr gebt einfach den Code DENNISKÖNIG bei der Bestellung ein. In dem Sinne, danke NordVPN, dass ihr dieses Video gesponsert habt und wir schauen uns jetzt mal das Interview an. Let's go! So, dann wollen wir mal reinschauen. Ein Hacker packt aus und ja, teilt seine größten Ängste über das Darknet mit uns und erzählt auch von den schlimmsten Dingen, die er dort gesehen hat anscheinend. Schauen wir rein, let's go! Wie gesagt, wenn ihr das Video selber anschauen wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Link zu dem Video. Let's go! When I was hacking, if I wanted to gain access to a secure company, I wouldn't go kick the front door down. I would target people I know who have access, who I know bring personal devices into a building or who do things that are adjacent to the sensitive stuff. And I would then work my way up. The kind of things that are vulnerable to ransomware attacks is literally everything that is connected to anything. In the old days, for a country to cause disruption to a country as big as the United States, you'd need millions and millions of dollars worth of investment to do something. But today, you just need a few $1,000 and a laptop and a couple of smart hackers to write some code and send something out. Es stimmt halt wirklich, ne, was er sagt. Schlussendlich hast du halt wirklich heutzutage so einen Hacker oder Leute, die sich mit sowas übelst gut auskennen, die brauchen einfach nur einen Laptop, das Wissen und dann ist es wirklich, dann gibt es grenzenlose Möglichkeiten, um irgendeinem Unternehmen zu schaden, irgendwelche Seiten persönlich, es gibt auch Hacker, die persönliche Leute angreifen, nicht nur große Firmen, Daten werden geklaut und, also er hat schon recht, es ist sehr einfach heutzutage, du brauchst nur einen Laptop und das Wissen. White Hat Hacker. So he's traditionally a black hat hacker is one who
is not bound by any kind of ethical code, willing to break the law, and is in it for specifically his own purposes. I, at one time, considered myself a black hat and changed to a white hat. Okay, das ist interessant. Also quasi, es gibt diese Black Hat Hacker, und das haben wir, glaube ich, im Darknet auch schon mal gesehen. Das sind quasi diese Skrupellosen, denen alles egal ist. Die machen alles zu ihrem Gunsten. Hauptsache, sie profitieren daraus. Und er erzählt davon, dass er halt selber auch schon mal sich so erwischt hat. Aber ich habe ja den Untertitel eingeblendet für die Leute, die Englisch nicht so gut verstehen. Können wir natürlich alle super mitlesen. White Hats tend to be hackers who are bound by an ethical code, who try to do things to improve the greater good, and who are bound by the law. So I look for vulnerabilities in systems that haven't been scrutinized before, that may represent significant risk. But I also do things like hunt the criminals who are targeting hospitals or who are targeting the businesses that I'm looking out for. So by looking at the attacks that take place, by understanding the infrastructure that's used by the criminals, I can work out where they're coming from. The vast majority of hacking is staring at code and understanding how sites are put together and how things work. Also er ist quasi wie so ein Robin Hood, könnte man schon fast sagen. Also er ist eigentlich ein guter Hacker, so wie sich das anhört. Er versucht also quasi Unternehmen zu helfen, geht in die Seiten rein, schaut an, was haben die für Schwachstellen, wo könnten die angegriffen werden. Es ist schon, ich finde dieses ganze Hacker-Thema selber auch unglaublich interessant. Ich kenne mich damit null aus, ich habe keine Ahnung davon. Aber Leute, die das drauf haben, ist schon ein sehr, sehr krasses Thema, weil du nicht nur negative Sachen damit beeinflussen kannst, sondern auch positive Sachen. So wie er jetzt davon spricht, dass er eigentlich ein White Hat Hacker ist, also Leute, die quasi für das Allgemeinwohl da sind und Unternehmen helfen, auch Unternehmen schützen. Es ist schon so, dieses Hacker-Thema finde ich ultra interessant. And then working out how you can subvert that process to take control of it. So ransomware is an attack technique that's been around for decades. Modern ransomware is usually a piece of malware that gets on your system, encrypts all of your data and then holds that hostage, demanding that you contact the gangs that are operating it, paying them in some form of currency before they'll give you the key that decrypts your data and gives it back to you. The challenge is, it's not a scenario where you want to say, well, why don't we stop people from paying them? Because ultimately, you have to protect the victims. I've watched hospitals get encrypted and people are left with a choice. Do I pay to decrypt the data or do I risk lives? Alter, das ist halt krass, oder? Wenn ihr euch das mal überlegt, das Hacker, wie kann man sowas machen? Wie kannst du das Gewissen aufbringen, ein Krankenhaus zu hacken, dass da nichts mehr läuft, und sagen, hey, entweder ihr zahlt mir dieses Geld oder unzählige Menschen verlieren ihr Leben, wenn ihr nicht zahlt. Überlegt euch das mal, das ist absolut gestört. Over the last year we have definitely seen a significant acceleration in ransomware, and I think that's because there's been a huge increase in the profitability. Back when it started, ransomware was charging hundreds of dollars, maybe thousands of dollars for individual targets. The bigger payouts that we're talking about now are easily into the tens of millions. What? This last most recent attack, they offered $70 million for the campaign key, which is the key that would have unlocked every single computer encrypted during that attack. So we're talking high-stakes games here. You have nation-state actors who are basically doing what they need to do because the nation-state that they are employed by wants them to do it. There are financially motivated criminals who are looking for whatever way that they can cash out. There are some people who just want to see the world burn, and those are destructive attackers who will go after systems just because they want to cause disruption. Ja, es ist halt wirklich so, ne? Es gibt einfach so viele Hacker, die einfach wirklich nur Böses wollen und einfach alles zerstören wollen und niederbrennen sehen wollen. Das ist schon krass. Und ich meine, wir haben das ja auch schon öfters im Darknet gesehen. Diese Seiten, wo die halt wirklich diese richtig krassen Sachen anbieten. Zum Beispiel, yo, wir hacken dies und das, wir hacken diese Sachen, du kannst uns für das bezahlen, dann machen wir das. Wir zerstören ein Leben von einer Person, indem wir die hacken und ganz viele Sachen in deren Namen hochladen und so weiter. Also es ist schon, dieses Hacker-Thema ist schon echt wirklich krass.
You see the usual names like Russia and China being thrown around. You see slightly smaller countries like Iran and North Korea being involved. But the fact is, every single country has some reason to weaponize these kinds of attacks. And the less scrupulous countries are the ones who are using it right now, because it's the perfect form of asymmetric warfare. I've seen routine engagement from pretty much all of the major Western governments in coming to my community to seek help. There is no one better equipped at dealing with these threats, at understanding these threats, than the people who grew up in the community, hackers. I think one of the things that we've learned this year is that we're not very good at understanding which systems are the ones that are most painful when they get encrypted. No one would have thought that a ransomware attack against someone like the Colonial Pipeline would cripple large amounts of the United States, but it did, because the supply chain dependency on that fuel caused a cascade problem throughout the whole of the US. Recently, we saw an attack against a company that supplies a lot of security providers, and it happened because of a vulnerability that was in the process of being fixed. It's challenging to deal with a situation where the bad guys are essentially moving faster than the good guys. The nature of the problem is that the advantage is always with the bad guy. Currently, we are mostly reactive. We wait until somebody makes a mistake and somebody creates enough noise for us to hear about it and react to it. There's a new economic marketplace now called the Initial Access Broker Market. Ganz kurz, man muss halt auch dazu sagen, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt so die übelsten Kenntnisse hätte und mich so im Hacken übelst auskennen würde, was ich machen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so krass. Ihr müsst euch mal überlegen, so ein Hacker, der wirklich, wirklich, wirklich Ahnung hat, der kann ja theoretisch alles machen, wisst ihr, wie ich meine? Der kann sagen, yo, ich hacke dich, zieh dir das ganze Geld ab, was du über PayPal, wisst ihr, wie ich meine? Aber es gibt natürlich auch die, die sich sagen, hey, so wie er jetzt in dem Fall, wie er jetzt davon erzählt, dass man quasi ein guter Hacker ist und Firmen hilft, versucht gegen solche Angreifer vorzugehen. Das ist schon krass irgendwie so, dieses ganze Hacker-Thema. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich ein Hacker wäre. Ich glaube, ich wäre ein guter. Ich glaube, ich würde Firmen anschreiben und sagen, hey, ich habe Sicherheitslücken gefunden, zahlt mir mal das und das Geld und ich tue das fixen und sage euch, wie ihr das macht. Nee, keine Ahnung. These are people who sell compromised access to companies for the purpose of somebody else going in and using it to monetize it. This is only going to get bigger, and I don't think we have to worry too much about our, you know, nuclear arsenal being taken over movie style and used against us. But I do think we have to worry about things like major impacts to financial markets or potential impacts to things like electricity production facilities. Okay. Ja, war auf jeden Fall übel interessant, aber ich finde jetzt nicht, dass er wirklich über die schlimmsten Dinge erzählt hat, die er selbst im Darknet gesehen hat. Das hatte zumindest die Überschrift. Hier steht es auch nochmal. Hacker teilt die gruseligsten Dinge mit, welche er jemals im Dark Web gesehen hat. Wir können uns den Artikel jetzt auch so nochmal anschauen. Vielleicht steht da irgendwas, was die halt eben nicht gesagt hatten. Also der Artikel ist auch ultra interessant. Da sind auch nochmal ein paar Sachen beschrieben, die sie im Interview nicht gesagt haben. Zum Beispiel der Mann trägt den Namen The Bloke oder The Block. Und der hat über 30 Jahre Erfahrung, was Hacken angeht. Und das ist halt, müsst ihr euch mal überlegen, 30 Jahre Hackerfahrung, heiliges. Und ich finde es halt übel schockierend, mit dem, was er auch gesagt hat, dass es halt wirklich Hackangriffe gibt, die eben aus dem Darknet rauskommen, wo dann sagen, hey, wir legen ein komplettes Krankenhaus lahm, wir tun jetzt dieses Krankenhaus hacken und ihr entscheidet, wie wichtig euch das Menschenleben ist. Wollt ihr, dass die Menschen am Leben bleiben, dann zahlt ihr den bestimmten Betrag, den wir wollen, oder ist es euch egal und alle sterben? Solche Sachen sind halt krank. Und ich glaube, so wollten die das so ein bisschen rüberleiten, weil es hieß ja, dass er über die gruseligsten Dinge und schrecklichsten Dinge erzählt, die er im Darknet gesehen hat. Und ich glaube, dass er viel, was er erzählt hat, waren Sachen, die er aus dem Darknet wahrscheinlich kennt. Zudem hat er ja selber gesagt, dass er mal ein Black Hat Hacker war. Das heißt, er hat selber schon
böse und kriminelle Dinge getan mit seiner Hackfähigkeit. Und da würde mich natürlich sehr interessieren, was er getan hat. Hat er Leuten Leid zugefügt, indem er irgendwas gehackt hat, oder hat er wirklich nur Leuten Sachen geklaut? Keine Ahnung. Das ist sehr interessant. Ich fand die Doku cool, vor allem, weil sie auch nur so kurz ging. Aber ich fand, ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr erzählt. Wisst ihr, dass es nicht so kurz geht? Ich meine, jetzt hat er viel erzählt, auch Sachen, die er so aus dem Darknet weiß und so. Ich meine, der war ja selber sehr tätig im Darknet, wenn er sagt, er war einer von diesen bösen Hackern. Ja, ich fand es mega interessant. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich dachte mir einfach, ich habe keinen Bock, das alleine anzuschauen. Deswegen nehme ich euch einfach mit und mache ein Video dazu. Und wir schauen uns das gemeinsam an. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder irgendwelche Videos habt, die super zu meinem Kanal passen oder so, und ihr wollt, dass wir das gemeinsam anschauen, schreibt es unten in die Kommentare. Vielleicht finden wir ja mal irgendwas Cooles und dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. In dem Sinne, macht's gut, meine Freunde. Hat mir Spaß gemacht. War ein bisschen kürzer heute alles, aber trotzdem cool. In dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.